Hallo, ihr Schildkröten. Ich habe heute ein Video für euch, auf das ich mich selber schon den ganzen Tag freue und deswegen ein bisschen overexcited bin. Und zwar habe ich das gesehen bei Karos Bücher, bei der lieben Caro. Ich verlinke euch ihr Video auch nochmal in der Infobox. Und das ist ein Lesemarathon für den Monat April. Also der geht heute los und geht bis Ende April. Und das ist ein magischer Lesemarathon, nämlich der OWL Readathon. Und alle Potterheads werden jetzt schon aufhorchen. OWLs, das kennen wir. Genau, das sind die ersten Zwischenprüfungen, die man in Hogwarts hat. Auf Deutsch heißen die Zack. Und ich vergesse immer, wofür das steht. Allgemeine Zaubergrade. Genau. Und auf Englisch heißt es halt Ordinary Wizarding Level Examinations. Und bei diesem Readathon, bei diesem Lesemarathon, geht es darum, dass man sich zunächst einen magischen Beruf aussucht, den man hypothetisch ausführen möchte. Und danach richten sich dann die Fächer, in denen man geprüft wird für die OWLs. Und genau, es gibt eine Website, die verlinke ich euch unten auch nochmal. Da kann man sich erstmal den Beruf aussuchen. Und dann gibt es nochmal eine Liste für jedes Fach, was dann dazu die Buchaufgabe ist. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert. Und das hat mir total viel Spaß gemacht, die Bücher dazu rauszusuchen, auch wenn es teilweise gar nicht so einfach war. Die erste große Hürde war für mich aber schon, einen Beruf auszuwählen, weil die ziemlich so alle cool klangen. Also es gab so ein paar, die konnte ich gleich ausschließen, so Auror, das ist nichts für mich, ich will auch kein Hogwarts-Professor sein und nicht im Ministerium arbeiten oder was mit Pflanzen zu tun haben. Die armen Pflanzen würden alle eingehen und bei magischen Pflanzen, die beißen dann noch oder so, das will man ja nicht. Aber was ich erst überlegt hatte, ist Care for Magical Children, weil ich auch im richtigen Leben immer überlegt habe, Kindergärtnerin zu werden, es dann nicht geworden bin und Kinder sehr gern mag. Und ich dachte, das wäre vielleicht cool. Dazu muss man aber 8 Fächer bestehen, das heißt 8 Bücher lesen im April, was ich niemals schaffen würde. Und magische Kinder sind vielleicht auch nochmal doppelt so anstrengend wie Muggelkinder. Von daher habe ich das dann verworfen. Und bin dann letztendlich doch bei dem gelandet, was ich jetzt auch mache, nämlich Journalist. Weil man dafür nur 3 Fächer bestehen muss und also dementsprechend nur 3 Bücher lesen muss. Ich habe mich aber dafür entschieden, diese 3 Bücher auf jeden Fall zu lesen. Und wenn ich das geschafft habe, dann stocke ich noch auf und versuche noch die Bücher zu lesen, die Fächer zu bestehen, die man braucht, um Bibliothekarin zu werden. Weil ich das auch immer ziemlich cool finde. So. Fangen wir mal mit den Journalisten-Sachen an. Also um Journalist zu werden oder auch Schriftsteller, das ist beides eins, muss man History of Magic bestehen, Muggle Studies, also Muggelkunde, und Charms, also Zauberer. Zauber. So. Und für Librarian, also für die Bibliothekarin, muss man noch bestehen Ancient Runes, also antike Runen, Arithmantik, Defense Against the Dark Arts, also Verteidigung gegen die dunklen Künste, Transfiguration, ich glaube Verwandlung ist das auf Deutsch, und auch History of Magic. So, und wir fangen jetzt mal an mit den Buchaufgaben für die 3 Fächer, die ich bestehen muss, um Journalist zu werden. Für History of Magic soll man ein Buch lesen, in dem eine Hexe, also in dem Hexen und Zauberer vorkommen. Und das war einfach, denn das will ich schon eine ganze Weile lesen, und zwar von Deborah Harkness, Wo die Nacht beginnt. Das ist der 2. Band vom, ich weiß nicht mehr, wie der 1. Band heißt. Also es ist der 2. Band von der A Discovery of Witches Serie, die ich ja auf Deutsch angefangen habe zu lesen. Die 1. Staffel habe ich schon gesehen. Die 2. Staffel müsste irgendwie bald mal rauskommen. Also als Serie gibt es das auch. Ich kann es sehr empfehlen. Das 1. Buch war sehr, sehr gut. Video-Link verlinke ich euch. Video-Link, also naja, ihr wisst schon. Es geht darin um Diana Bishop, die eine Hexe ist und eine Beziehung anfängt mit einem Vampir, der Matthew heißt und dann irgendeinen französischen Nachnamen hat. Und das klingt erstmal kitschig, es ist aber ein total großartiges Worldbuilding, was Deborah Harkness hier macht, weil hier quasi Hexen, Vampire, Dämonen, die leben alle so relativ friedlich miteinander. Und jetzt ist aber die Existenz bedroht durch irgendwas, was sie nicht so richtig wissen. Und dann geht es noch um ein Buch und ja, und die Liebe der beiden ist auch verboten. Und das 1. Buch war so die richtig schöne Mischung aus Fantasy, tollem Worldbuilding und einer sehr, sehr kitschigen Liebesgeschichte. Aber
als ich das gelesen habe, fand ich das sehr, sehr schön. Deswegen freue ich mich schon sehr auf den zweiten Teil. Genau, der soll gelesen werden. Dann Muggle Studies, a book from a perspective of a Muggle. Das ist ja easy peasy, solche Bücher lese ich ja quasi immer und immer. Und ich habe mich entschieden, Sarah von Scott McClanahan, oder auf Deutsch halt Sarah, übersetzt von Clemens Setz. Das habe ich euch letztens schon im Indiebook-Video gezeigt. Darin geht es um einen Mann, der, ich glaube, nach einer zerbrochenen Beziehung Sarah hinterher trauert und das erzählt. Also egozentrischer geht es ja eigentlich nicht mehr, so von der Sicht her. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, das ist gut. So, und das dritte bei Charms, da ist das Motto Lumos Maxima, ein Buch mit einem weißen Cover zu lesen. Das ist auch einfach. Also ich habe hier ganz viele auf meinem Stapel ungelesener Bücher mit weißen Covern. Ich habe mich dann entschieden, Der Trafikant von Robert Seethaler, was hier echt schon eine Weile liegt. Und ich habe gerade, wo selbst noch der Klebezettel hinten drauf ist. Und ja, darauf habe ich Lust. Ich weiß gar nicht, es geht um Sigmund Freud auf jeden Fall und um eine Liebe und eine Freundschaft und um die 30er Jahre. Und Vilja, falls du das hier siehst, sie hat mich drauf gebracht, weil wir beide gerade die Freud-Serie geguckt haben und uns kurz darüber auf Instagram ausgetauscht haben, weil sie gepostet hat, sie fand die ganz großartig und ich fand die so ganz seltsam. Also Freud-Serie auf Netflix, sehr, sehr sonderbar. Genau, und dann sind wir auf dieses Buch gekommen, beziehungsweise sie ist auf dieses Buch gekommen, weil da Freud ja auch drin vorkommt. Genau, diese drei will ich lesen, darauf freue ich mich schon sehr, sehr. Wahrscheinlich lese ich sie also nicht in der Reihenfolge, in der ich sie jetzt gezeigt habe, aber das ist ja nicht schlimm. So, und wenn ich dann noch Bibliothekarin werden will, dann muss ich quasi noch was draufsetzen und Ancient Runes, also antike Runen bestehen. Das war das Schwerste. Ich hätte das nicht gedacht. Da soll man nämlich, also da ist das Motto Herzrune und man soll ein Buch finden, auf dem ein Herz abgebildet ist oder was ein im Titel Herz hat. Das Einzige, was mir eingefallen ist, war Leere Herzen von Julie C. Das habe ich aber schon gelesen. Das will ich jetzt nicht nochmal lesen, weil so gut war es jetzt auch nicht. Und dann dachte ich, du musst doch irgendein Buch haben, wo ein Herz drauf ist. Habe ich aber nicht. Also jedenfalls nicht auf dem Stapel ungelesener Bücher und ich habe auch sonst keins gefunden, muss ich ehrlich gestehen. Und deswegen schummel ich jetzt ein bisschen und nehme In Paradisum von Yves Petri. Und da ist ein Herz drauf, allerdings also ein menschliches und das auch noch ziemlich abstrakt. Aber ich hoffe, wir lassen es jetzt einfach mal gelten. Dann ist die Note halt nicht so gut in Ancient Runes, aber es ist sein Herz. Das ist ein Buch, was ich schon so, so lange lesen wollte. Da war ich 2016 auf der Lesung, da hat er auch unterschrieben. Und es ist ein niederländischer Autor. Die Lesung war ganz, ganz fantastisch. Und er war ganz, ganz fantastisch. Und in diesem Buch geht es um jemanden, der jemanden umbringt und den aufisst. Und das klingt total eklig. Diese Sprache in diesem Buch, jedenfalls was das, woran ich mich noch erinnere, ist aber ganz grandios und ganz, ganz eigen und ganz großartig. Es ist eine Übersetzung von Gregor Seferins, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ja, und das liegt jetzt schon so lange her, es liegt lange genug, es soll gelesen werden. Deswegen dieses. Dann zweitens Arithmantik. Da soll ich etwas lesen, was, also outside from my favorite genre. Das ist ein bisschen schwierig, weil outside from my favorite genre wäre wahrscheinlich Krimi oder Thriller. Ich habe aber keinen auf meinen Stapel ungelesener Bücher, weil kaufe ich ja halt auch nicht. Deswegen habe ich mich entschieden für ein Buch, was ich als Rezensionsexemplar zugesandt bekommen habe und mich auch sehr gefreut habe, weil ich mich dafür schon interessiert habe. Es ist aber so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, also nicht so richtig Science-Fiction, so ein bisschen Science-Fiction-philosophisch. Und es könnte sehr anstrengend werden. Es klingt aber sehr gut. Es geht um jemanden, der gefangen an einem unbekannten Ort sitzt und Fluchtpläne schmiedet. Und er kann sich aber nicht erinnern an nichts. Und er kann sich nicht erinnern, wo er ist und warum er da ist, nur dass er raus will. Und dann geht es irgendwie so um Gedankengänge und keine Ahnung. Und das klingt irgendwie total nach einem coolen Gedankenexperiment. Es kann aber auch extrem anstrengend sein. Deswegen weiß ich nicht. Ich mag das Cover übrigens mit der Schneekugel da. Das finde ich ziemlich cool. Es heißt Kryponium und ist von Matthias A.K. Zimmermann. Und es ist ein deutsches Buch, wenn ich
das jetzt richtig durchblickt habe. Ja, ich glaube ja. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So, dann haben wir Defense Against the Dark Arts. Verteidigung gegen die dunklen Künstler. Und da ist das Motto Grindelow. Man soll ein Buch lesen, das an der See oder der Küste spielt. Und da habe ich mir, das habe ich wiedergefunden, manchmal vergisst man ja auch, was man so gekauft hat und unbedingt lesen wollte und dann noch nicht gelesen habe. Und zwar von Ian McEwan on Chisel Beach. Darauf bin ich gekommen, weil das verfilmt wurde mit der wunderbaren Saoirse Ronan. Gott, und wer spielt denn da den männlichen Part? Auch jemanden, den man kennt. Jedenfalls habe ich den Trailer gesehen und war ganz schockverliebt. Und dann habe ich gesehen, oh, das basiert auf einem Buch. Und dann noch von Ian McEwan. Dann solltest du das vorher mal lesen. Und ja, ich habe mir das auf Englisch gekauft. Ich hoffe, dass ich das gut durchschaffe. Und es geht um ein junges Paar, die eben an der Küste, ich glaube, ihr Honeymoon verbringen. Und dann so das erste Mal richtig ins Gespräch kommen. Ich glaube auch über Sex und überhaupt und über die Vorstellung, über die Ehe. Und das Ganze spielt in den 60er Jahren, also ist alles noch ein bisschen konservativer. Und ja, spielt am Strand, an der Küste. Ich bin gespannt. So, und dann muss ich halt auch History of Magic, das haben wir ja schon abgedeckt. Und dann Transfiguration, also Verwandlung. Da ist das Motto Animagus Lecture. Ein Buch oder eine Serie, die Shapeshifting included. Mann, das ist ein Denglisch heute hier. Also, was heißt denn Shapeshifting auf Deutsch? Helft mir mal kurz. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also, na, wisst ihr schon. Shapeshifting halt. Und in dem Fall habe ich mich für Reckless, den ersten Band, entschieden. Und zwar nicht für diese Version, sondern für die neue Version. Cornelia Funke hat nämlich was gemacht, wofür ich sie gerade echt nicht leiden kann. Ich mag Cornelia Funke sehr, sehr gern. Also ich finde die grundsympathisch, ne? Wenn man die so in Interviews, oder ich habe sie ja sogar mal auf einer Lesung erleben dürfen, grundsympathisch. Und ich liebe ihre Bücher. Aber wisst ihr, was sie gemacht hat? Reckless, ja? Kam vor 10 Jahren raus. Und dann ist ihr eingefallen, jetzt, so, Anna, ja, den ersten Band fand ich jetzt irgendwie nicht so gut. Sprachlich gefällt es mir nicht so. Und ein paar Dinge fand ich auch blöd. Die streiche ich jetzt wieder raus. Und andere arbeite ich nochmal um. Und jetzt kommt der erste, also die ganzen 1 bis 3 sind nochmal neu erschienen in so einer Paperback-Ausgabe. Und der erste ist jetzt quasi überarbeitet, also ist anders. So, jetzt habe ich mir den bestellt. Kann ich morgen erst abholen. Also habe ich heute erst bestellt. Aber das dachte ich, das ist ganz schön, das nochmal zu lesen, weil im Oktober kommt ja der 4. Band raus. Und vielleicht schaffe ich es bis dahin, alle 3 nochmal, die anderen 3 nochmal vorher zu lesen. Ich blende euch das hier irgendwo ein mit dem neuen Cover. Das werde ich lesen. Und da geht es ja um 2 Brüder. Um das Märchenland, und der eine Bruder wird verwandelt in einen Jademenschen. Und ja, das ist Shapeshifting, würde ich sagen. Nö. Ja, und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es ist nicht zu durcheinander geworden. Ich war irgendwie so ein bisschen so, weil ich selber so excited darüber war. Und schreibt mir doch gerne eure, also schreibt mir gerne in die Kommentare, was für einen Beruf ihr gerne erlernen würdet und wenn ihr Lust habt, euch das anzugucken, welche Fächer ihr dafür bestehen müsstet. Das würde mich total interessieren. Und wenn ihr Lust habt, natürlich auch noch einen Buchvorschlag jeweils dazu. Oder wenn ihr ein Video dazu macht, sagt mir gerne Bescheid. Das gucke ich mir gerne an. Ich finde es total cool. Und ja, ansonsten denkt immer daran, ihr seid nicht verrückter als ich bin. Bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.